hier in der Tabakfabrik Linz und auf DorfTV und im Livestream. Mein Name ist Wolfgang Gumpelmeier-Mach. Schön, dass so viele Interessierte hier zur Jugend hackt und zur Präsentation der Projekte gekommen sind. Jugend hackt Österreich findet dieses Jahr zum dritten Mal bereits statt und auch heuer haben wir knapp wieder 40 junge Hackerinnen und Hacker hier versammelt, die in den letzten Tagen an ihren Projekten gearbeitet haben und gesellschaftsrelevante Software- und Hardwareprojekte realisiert haben. Das Motto dieses Jahr war mit Code die Umwelt verbessern und wir werden dann sehen, was sich da in den Projekten zu diesem Thema so alles abgespielt hat. Mittlerweile gibt es zu Jugend hackt auch ein Spin-off, also ein Zusatzformat von Jugend hackt Österreich für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren mit dem Namen Hello World. Dabei bieten wir regelmäßige Workshops an zwei unterschiedlichen Standorten im Linzer Wissensturm und in der Stadtbibliothek Auwiesen. Und nächstes Jahr, also 2020, kommt dann noch ein dritter Standort dazu, und zwar in Pichling. Das heißt, aktives Programm, das ist aber noch nicht alles. Nämlich ab nächstes Jahr wird es noch ein zusätzliches Format geben, das Hello World Toolkit. Und das ist ein Fortbildungsprogramm für Erwachsene zu Making und Coding in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Also auch sehr spannend. Und damit noch nicht genug. Da geht es noch weiter. Also Jugend hackt Österreich hat sich da programmtechnisch nochmal ein bisschen mehr einfallen lassen für nächstes Jahr. Es wird auch noch eine Jugend hackt Workshop-Reihe das ganze Jahr verteilt entstehen. Und an dieser Stelle vielen Dank an die IKT Linz, die dieses Programm ermöglicht. Also nicht nur einzelne Programmpunkte, sondern das komplette Programm nächstes Jahr unterstützen wird. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zur Begrüßung darf ich nun gleich zwei Vertreterinnen der Veranstalterinnen auf die Bühne bitten, die ein paar Worte ans Publikum richten werden, und zwar Sieglinde Meierhofer von der IKT Linz GmbH. Und Sisa Ertl von der Grand Garage. Ja, hallo, ich bin die Sieglinde Meierhofer, arbeite in der IKT Linz GmbH, bin als Vertreterin heute da, möchte Sie und euch recht herzlich begrüßen, besonders die Jugendlichen, die uns da heute, was ich gehört habe, 7 coole Präsentationen machen werden. Was mich besonders freut an der Veranstaltung ist, dass Jugendliche begleitet von Mentoren und Mentorinnen da ihre Fähigkeiten beim Programmieren, beim Hacken, beim Bauen von technischen Lösungen ausprobieren und auch ausbauen können und dass sie dabei auch erleben, wie man damit die Welt und unsere Gesellschaft gestaltet. Das freut mich besonders und ich freue mich auf diese Präsentationen. Herzlich willkommen. Genau, ich bin Elisabeth Ertl, ich darf euch im Namen der Grand Garage willkommen heißen. Die Grand Garage ist ein Makerspace, für alle, die es nicht wissen, die es seit Anfang März in der Tabakfabrik gibt. Das sind 4000 Quadratmeter Innovationswerkstatt, also Werkstätten, die für alle Menschen offen stehen und vor allem für junge Leute ein Raum sein soll, wo sie lernen und wachsen können. Und das haben wir die letzten 3 Tage Highlife erlebt. Also es waren wirklich 3 Tage von in der Früh bis spät in die Nacht rein, wo gecodet worden ist und mit unglaublichem Einsatz und unglaublicher Energie an Projekten gearbeitet worden ist, die was die Welt verbessern sollen. Und durch das, also ich habe überhaupt keine Angst mehr vor der Zukunft. Also ich habe wirklich Hoffnung geschöpft, dass diese Welt, also durch diese Projekte auf jeden Fall viel, viel bunter und schöner wird. Ihr werdet wirklich staunen, was da jetzt alles rauskommt. Ich freue mich schon. Vielen Dank und vielen Dank auch an die zahlreichen Unterstützerinnen und Partnerinnen von Jugend hackt Österreich, von der Veranstaltung. Unter anderem heute vor Ort sind von den Unterstützerinnen und Partnerinnen Lisa Schaumberger von Dynatrace. Applaus bitte. Applaus. Lukas Hacker von Fronius. Applaus.
Martin Kienbauer von der Arema Group. Und ganz besonders möchten wir uns bedanken auch noch bei Annemarie von Mickey Media, die das ganze Wochenende über fleißig am Programm mitgearbeitet hat. Und natürlich bei allen nochmal sehr herzlichen Dank für die Mitarbeit. An dieser Stelle auch möchte ich um die Eröffnungsworte von der Vizebürgermeisterin Karin Hörzen bitten, die eben auch sich die Zeit genommen hat, heute hier zu sein, und das wertschätzt die Arbeit der Jugendlichen nochmal umso mehr. Vielen Dank. Ja, liebe Hackerinnen und liebe Hacker, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, was in den vergangenen 3 Tagen produziert worden ist. Ich glaube, wir stehen ja da wieder einmal auf historischem Boden. Die Tabakfabrik wurde vor knapp 10 Jahren von der Stadt Linz übernommen. Damals gab es leider aufgrund der Schließung der ehemaligen Tabakwerke, haben 300 Menschen ihre Arbeitsplätze verloren. Jetzt haben wir ein großartiges Areal für Innovation, Digitalisierung und viele Möglichkeiten, und mittlerweile arbeiten auf diesem Gelände wieder 1200 Menschen. Ich glaube, das ist eine Erfolgsgeschichte, aber die Erfolgsgeschichte werden unsere Jugendlichen heute auch fortschreiben mit ihren Projekten, mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität, die an den vergangenen 3 Tagen eingebracht worden ist. Und es ist schon erwähnt worden, man braucht sich nicht Sorge machen um die Zukunft der Welt, wenn wir diese Jugendlichen haben, die mit dieser Energie auch hier arbeiten. Und ich habe auch schon gehört, dass ganz gut war, dass die Zeitumstellung war, weil in der Nacht 1 Stunde mehr zur Verfügung stand. Also auch das wurde genutzt. Also ich glaube wirklich, das intensiver kann man gar nicht mehr arbeiten. Also ein herzliches Dankeschön allen, die mit beteiligt sind. Frau Meierhofer von der IKT, Frau Ertl, Ihnen auch von der Grand Garage, allen Unterstützerinnen und Unterstützer, die mit dabei waren, die unsere Jugendlichen begleiten. Auch ein herzliches Dankeschön den Mentorinnen und Mentoren, die zum Teil auch ehrenamtlich gearbeitet haben. Ich glaube, das ist auch einen Sonderapplaus nochmal wert, also für dieses Engagement, für diesen Einsatz. Das war ein bombastischer Applaus bei meinem Applausmesser, aber das gesamte Jahr war das sicher der Highscore. Also gratuliere dafür, wirklich ganz, ganz toll. Ich freue mich riesig auf die Projekte, gratuliere jetzt schon allen Jugendlichen, die mit beteiligt waren, und sage Bühne frei für die Projekte. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Vizebürgermeisterin. Wir haben schon gehört, es waren 7 Projekte, 7 Teams an diesem Wochenende aktiv und haben gehackt, gecodet und die Welt verbessert. Welche 7 Projekte das waren, woran sie gearbeitet haben und was dabei herauskam, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten und in der nächsten Zeit erfahren. Das erste Projekt klingt sich gerade ein, das Team Parliament 360 oder 360, je nachdem. Ihr werdet selber genauer noch dazu was sagen. Bitte auf die Bühne Viktor, Christian und Yusuf, und einen herzlichen Applaus. Hallo, wir sind von der Projektgruppe Parlament 360 und wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie die Parlamentarier im EU-Parlament abstimmen, beziehungsweise ob sie überhaupt bei den Abstimmungen immer anwesend sind. Und unser Ziel war es, zu visualisieren, wie eben die Parlamentarier abstimmen, bei welchen Abstimmungen. Und das haben wir dann auch mit der Anwesenheit verglichen, um eben herauszufinden, ob diese Daten, die hier im Internet sind, auch tatsächlich korrekt sind. Und für die Zukunft haben wir uns noch vorgenommen, dass wir außerdem die Interessensvertretung noch visualisieren wollen. Das heißt, dass wir uns anschauen, welche Parteien oder welche Fraktionen jetzt eher für jüngere Menschen einstehen und welche dann eher für ältere Menschen zum Beispiel. Ja, Test? Ja. Viele Leute fragen sich bestimmt, wo diese Daten eigentlich her sind. Wir in Europa haben das Privileg. Die Europäische Union stellt offene Daten zur Verfügung. Jeder von uns hat die Möglichkeit, auf diese Daten auf der Datenbank der Europäischen Union zuzugreifen. Wir haben diese Daten genommen, diese analysiert und mit JavaScript auch dargestellt in Form einer Website. Visualisiert haben wir das Ganze auf einer simplen Webplattform, und
Auf dieser sind durchstrukturierte Diagramme zu finden, auf denen die Informationen klar aufgezeigt werden. Im Augenblick schaut es so aus, dass wir ein Interface haben mit der jeweiligen Abstimmung, die man auswählen kann. Da sind die verschiedensten Abstimmungen des 23. Oktober 2019. Da kann man verschiedene Abstimmungen aussuchen. Und darunter sieht man die insgesamt Anzahl der EU-Abgeordneten, die Anzahl der Stimmen, also wie viele EU-Abgeordnete zu diesem Zeitpunkt im Parlament saßen und wie hoch die Anwesenheit in Prozent ist. Des Weiteren haben wir hier unten aufgeteilt, wie viel Prozent oder wie viele der Abgeordneten der verschiedenen Fraktionen welche Stimme, wofür gestimmt haben. Grundsätzlich wollen wir das noch weiter erweitern und visualisieren, welche Partei in welche Richtung geht, wessen Interessen vertritt. Aber jetzt möchte ich euch noch sagen, wir haben in Europa das Privileg, Daten offen zu haben. Wir haben die Demokratie und wir haben Transparenz. Ich rufe euch alle dazu auf, diese Möglichkeiten zu nutzen und die Daten, die wir haben, vielseitig zu verwenden. Dankeschön. Vielen Dank, David, Viktor, Yusuf. Dankeschön.